Hey Leute, gestern gab es eine unglaublich emotionale Folge von Let's Dance. Die Kandidaten haben ihre Magic Moments geteilt und uns Zuschauer tief berührt. Ex-Bachelorette Sharon Batiste hat uns gezeigt, wie sie mit Alopecia umgeht und ihre Gefühle durch Tanz ausdrückt. Und auch der Kunstturner Philipp Boy hatte einen unglaublichen Moment auf der Tanzfläche, als er das Ende seiner Karriere vertanzte. Er erzählte uns von einem schweren Sturz während der Olympia-Vorbereitung 2012, der sein Leben veränderte und ihm zeigte, dass es nicht nur um den Sport geht. Aber dann kam die Wende in seinem Leben, er wurde Vater und seine kleine Familie gab ihm neue Kraft und Motivation. Dieser Magic Moment hat uns alle tief bewegt und er hat stolze 28 Punkte von der Jury bekommen. Schaut euch die Folge an, wenn ihr sie verpasst habt, denn es ist eine der emotionalsten und inspirierendsten Folgen, die Let's Dance je hatte.